Hallo liebe Marion Freunde, wir sind jetzt im Herbst und es ist richtig kälte. Aber komm auch die dicke Barsche. So, ich teile mit euch heute meine Lieblingsgummiköder für Barschen. Zum ersten, den Skeleton gibt es in 5,5 cm 4 Gramm, 8 cm 7 Gramm oder nicht vormontiert. Es gibt 12 unterschiedliche Farben. Meine Lieblingsfarben sind Mojito, Bubblegum, Fire Tiger und Ayu-Farbe. Diese Köder macht viele Vibrationen, selbst beim langsamen Einrollen. Der Neoschade ist in 7 cm 5 Gramm oder in 9 cm 10 Gramm vormontiert. Hier gibt es 10 Farben. Meine Lieblingsfarben sind Mojito, Bubblegum, Dark Knight, Fire Tiger und Ayu. Er ist ein Passepartout, kann also überall und für alles benutzt werden. Er läuft perfekt am Grund oder mit Ding. Der Chabot existiert in 5 cm 7 Gramm, 7 cm 9 Gramm oder 9 cm 17 Gramm oder natürlich nicht vormontiert. Ein Produkt aus dem Jahr 2018 und gerade ein Must-Have. Er läuft super. Ist sehr resistent und schwerer als die anderen kleinen Gummiködern in der Größe. Er ist perfekt für tiefe Stellen oder in Strömungen. Es gibt auch hier 10 Farben. Meine Lieblingsfarben sind Mojito, Mütterhöhl, Dark Knight, Fire Tiger und Ayo. Ab 2019 kommt auch der Chabot Curly raus. Mit einem Schwanz wie beim Sandra. Er sieht super aus und funktioniert wirklich gut. Beim Dropshop-Angeln gibt es auch ein paar Gummiköder wie der Lanson ZX, Streetbait, Sandra, Dropshot oder der King. Liked und abonniert euch. Viel Erfolg und bis dahin. Tschüss!